Leute, willkommen zurück zu Stellaris. Ich mag die Musik, ich genieße das voll. Richtig gut, Leute. Geil. Geil. So, wir befinden uns im Krieg. Oh mein Gott. Wir kämpfen gegen die Tykan und gegen die Velet. Ja. Die einen Defensivabkommen haben. Und unser Kriegsziel ist es, die zu vasalisieren. Wir möchten die Tykan auch zu Vasallen machen, wie wir alle nach und nach zu Vasallen machen möchten. Und es gibt hier diesen Deneb-Lieber-Aufstand. Okay. Ja. Greifen uns tatsächlich an. Das haben wir uns gar nicht angeschaut. Großartig. Ich habe das nicht für voll genommen. Ist aber tatsächlich ein Thema. Also wir müssen hier gucken. Ja, hier haben wir drüben einiges. Und wir werden gucken dann, dass wir da auch eine Flotte rüber bekommen. Ich sehe jetzt gar nicht, ob die irgendwelche Flotten haben oder dass die irgendwelche Flotten hätten. Ja. Aber wir haben Needs. Ich glaube Needs. Nee, wir haben da keine Schiffswerft auf Needs. Na sowas. Na so Eppes. Wir haben dafür aber Flotten hier. Der Rixas Schlund und da holen wir uns jetzt nach und nach wieder zurück, was uns gehört. Von unten kommt die Flotte, die räumt nach oben auf, ja? Und diese Flotte hier, die räumt hier rum auf. Okay? Dann werden wir die richtig bedrängen. Wir haben auch noch die mit einer Stärke von 834. Für unsere Verhältnisse ist das stark. Ja? Und wir eine Armee dabei, das geht noch besser, glaubt mir. Da gibt es Armeen dann, mein lieber Mann. Ja. Ich möchte erstmal Votriax Prime uns zurückholen. Genau, da fliegen wir jetzt auch hin nach Votriax. Die Jungs werden hier gleich mal dorthin fliegen. Okay, und hier drüben müssen wir halt gucken. Müssen wir halt echt gucken, dass wir das hinkriegen. Wir haben noch diesen Sturm. Entschuldigung. Wir haben noch diesen Sturm. Ja. Ankerplätze wollte ich jetzt gar nicht unbedingt. Weiß es nicht. Ankerplätze wollte ich jetzt nicht wirklich bezahlen oder aufgeben. Und mal hier ein Hyperrelais hin. Hier seht ihr auch das dickere. Ich hätte es gern nach wie vor noch ein bisschen dicker. Ja, wow. Und den Lichtbogen haben wir bald fertig. Ah, der Lichtbogen. Der wird, ich will jetzt nicht aus Versehen was Falsches klicken, so, wird er machen auf einem geschmolzenen Planeten, oder geschmolzenen Welten, die haben sogar zwei davon, ja, macht er den Output an Mineralien erhöht, und zwar drastisch, Leute. Richtig heftig, so. Rumpfstärke von Zerstörern um 10% erhöht. Fortschritte in der Bautechnik erlauben den Bau von robusteren und beständigeren Zerstörern. Sehr nice. Hat mir Plattform, Bewohnbarkeit, alles richtig nette Sachen. Fortschrittliche Railgun, auch geil. Die robotische Angriffsarmee ist halt auch geil, gell? Aber wir machen tatsächlich hier Mineralien-Schneidelaser, Produktion von Bergbaustationen plus 10%. Ja, wir können das geben. Wir gucken mal die Astralaktion. Wir können die duale Artefaktnutzung machen. Ja, machen wir aber nicht. Nicht so interessant. Für uns momentan. Genau, und hier haben wir Flottenverstärkung. Er schließt sich dort an. Ja, und dann passt das ein. Haben wir hier auf Jürg schon da? Ne, ja, da haben wir einen Verteidigungstrupp mit 117. Passt alles soweit ganz gut. Ja, gar nicht so schlecht, Leute. Okay. Der Beschluss, das bereite Schild wurde abgestimmt. Damit ist die diplomatische Stärke der Flottengröße halt erhöht. Hier, ne. Flottenstärke plus 20%, Flottenkapazität plus 10%. Ne, das ist doch diplomatische Bedeutung von Flottenstärke, das meine ich. Hier können wir alle aufgelistet quasi sehen, alle aktiven Beschlüsse. Okay. Hier haben wir diverse zeitkritische Projekte. Wir haben doch bestimmt ein Forschungsschiff
Irgendwo zugeteilt haben wir nicht, oder? Wir haben auch keinen freien Anführer. Ich glaube, wir kaufen mal wieder einen. Ja, und es stellt sich halt irgendwie heraus, ja, dass diese Außerirdischen teilweise besser sind immer als unsere eigenen Leute. Auch hart, oder? Gründungsgeschwindigkeit, Lebensdauer. Na komm, dann nehmen wir die Lebensdauer. Und was kann sie lernen? Belastbarkeit? Bis 20 Jahre auch nicht schlecht. Forschungsgeschwindigkeit, Erkundungsgeschwindigkeit, sie ist doppelt belastbar. Ja, ich weiß. Keine Ahnung. Anomalien haben wir jetzt nicht mehr so viele. Archäologie auch nicht. Wir machen Intuition. Dann ist es nicht so wichtig. So, die auf jeden Fall. Der TV. Wird hier untersuchen. Und danach. Wird sie hier untersuchen. Ja. Und wir sollten unsere Autobahn jetzt. Keine Befehle. Ja, na gut, wir warten jetzt kurz. Achso, halt, stopp, wir haben noch eine Sache vergessen. Tradition, ja, und wir können eine neue auswählen, in welche Richtung wir jetzt gehen möchten. Und wir haben das letzte Mal ein bisschen geschaut, was da so alles gibt und so. Ja, keine Ahnung. Also, zum Daten können wir noch nicht. Das werden wir aber mal dann machen. Daten, ja. Wohlstand ist halt auch richtig wichtig. Ja, Handelswert ist auch wichtig. Ja klar. Also merkantil ist nicht verkehrt. Politik natürlich auch. Oh Gott, Leute, ey, das ist doch frech schrecklich schon wieder. Wir brauchen eigentlich alles Mögliche. Hier. Täuschung, ja, haben wir jetzt nicht unbedingt. Finde ich jetzt nicht als so dermaßen wichtig. Die Ausbreitung ist interessant dann, wenn wir mal Habitate machen, aber jetzt nicht so wichtig. Diplomatie wäre halt auch geil, gell? Eine Föderation, aber wir haben ja eher Untertanen, wir haben nicht so viele. Wir machen mal Wohlstand, weil wir hatten Wohlstand noch nie. Ja? Wir machen Wohlstand. Wir hatten noch nie Wohlstand. Mal gucken. Wir können jetzt aber auch sagen hier, wir automatisieren den mal. Wir automatisieren den auch mal. Können wir sagen, was alles automatisiert werden soll, und zwar komplett. Machen wir einfach. Und jetzt baut er auch schon. Und was baut er? Bergbaudistrikt, Mega-Legierungsgießerei. Ja, mach mal. Der Kristallriss. Die Kontrolle übernehmen. Der elektromagnetische Impuls, den wir durch das Ankerkabel jagten, befreite die Sphäre von jener Macht, die die Kontrolle über sie gewonnen hatte. Der Mannschaft geht es gut, allerdings kann sich niemand daran erinnern, dass wir die Kontrolle über die Sphäre verloren hatten. Die Sensoren funktionierten wieder und die Besatzung beobachtete eine gasförmige Entität in der Nähe ihrer Position, die vermutlich die Kontrolle über das Schiff übernommen hatte. Offenbar war sie durch den Energiestoß betäubt, zumindest vorübergehend. Stellt ihnen KI-Unterstützung zur Verfügung? Ja, komm, stell die KI-Unterstützung zu. Machen wir. Attacking enemy assets. Okay. So. Wir müssen halt jetzt gucken. Astralschub, dann geht's alles schneller ein bisschen. Wir sparen weiter. Ratsagenda verfügbar, lassen wir auch bleiben. Wir machen jetzt. Wir ziehen das durch, wo wir dran sind. So, und der Umberto Di Bella, 43, Gott sei Dank, ist der Forschungsleiter. Ja, weil wir einfach keinen besseren haben. Wo ist er? Hier, Forschungsleiter Umberto Di Bella ist eigentlich kein Ratsmensch. Aber gut, jetzt gucken wir mal. Ja, als Planetengouverneur schlecht. Ah ja, Statistiker als Ratsmitglied, das machen wir. Er ist ja Ratsmitglied. Ja gut, dann wird er auch was lernen, was
Ratsmitgliedmäßig. Was bringt? So, hier bauen wir auch Verschiedenes. Das lassen wir mal bauen. Gut so, und dann gehen wir mal. Unsere Welten hier befreien. Das stört mich ein bisschen da unten, aber gut. Da jetzt was Starkes, aber jetzt auch nicht zu stark. Hier verkaufen wir wieder ein privates Sammler wie eh und je. Alles gut. Enemy presence exposed. Aha. So. Da haben wir jetzt eine Enemy Presence. So. Die möchte ich jetzt gerne vernichten. Das werden wir auch tun. Attacking enemy assets. Planetary invasion commenced. Council agenda available. Läuft doch ganz gut eigentlich. Force has seized a planet. Frage ich mich gerade, ob wir mit Velith Hive mal reden können. Die sind uns halt echt unterlegen. Da können wir noch ein Ansprüchlein stellen bei den Jungs. Halt echt ein bisschen teuer, gell? Die Flotte ist hier, sammelt sich dort. Ja, die sind schon richtig angeschlagen. Kommt uns halt mehr als zugute, denn wir sind halt. Attacking enemy assets. Ja, denn das greifen wir an. Die bleiben hier. Die bewegen sich nicht. Bombardieren die unseren Planeten? Ja, die bombardieren. Wow. Freunde. Ich glaube, das ist jetzt die größte Schlacht, die wir jemals hatten. Geschwindigkeit ist sehr low, ja. Attacking enemy vessels. Und wir gehen jetzt auf die Raumstation. Achso, das ist die falsche Schlacht. Moment. Das hier. Die Schlacht. Okay. Eieiei. Die schmelzen dahin. Ja, sie sind geflohen. Das sind Pfeifen. Wir haben aber auch zwei Korvetten verloren, gell? Aber die haben Nachkommen-Korvetten verloren, eine Fregatte, einen Zerstörer. Na gut, wir könnten jetzt nicht so großen Schaden anrichten. Leider, wie ich es gern getan hätte. Befehle, dann müssen wir aber
Eieiei. Auch diese Flottenkampfstatistik passt soweit. Okay, gut. Sauber, Leute. Sauber. Technology secured. Okay. Der Kommandant Wessel Kingston. Der fliegt. Ja. Er leitet eine Flotte. Da müsste er die kleinere Flotte leiten, oder? Ja, okay, er leitet tatsächlich eine Flotte. Dann wird er auch Admiral sein. Gut, und tatsächlich die Einflusskosten für Ansprüche und die Kriegsmüdigkeit, alles gesenkt, sehr gut. Eine gut geölte Kriegsmaschinerie ist der Schlüssel zur galaxieweiten Einflussausübung. Mit unserem mächtigen Militär im Rücken können wir beanspruchen, was immer wir wollen. Und so ist es auch. Strafkolonie ausrufen. Ja. Kriminalität minus 25%, dafür ist halt eine Welt im Eimer. Ja, nun gut. Hypercoms Forum, was macht es? 1 produziert Einigkeit, auch nicht so blöd, gell? Aber hier Systemregierungssitz, ich glaube, das machen wir. Ja, wir erforschen den Systemregierungssitz. Attacking enemy assets. Der eine hier, der geht mir schon ein bisschen auf den Keks, so minimal, aber gut. Also. Nach Galpan, alles gut, das müssen wir auch nicht Retreat. Großartig angucken. Ah, mhm, Bergbau. Oh. Ja, ich möchte gerne die Flotten behalten, falls ich sie aufsplitten muss hier oben. Ja, jetzt um nicht hier unten unbedingt uns weiter ausbreiten. Der No-Pakt scheint ja auch wenig zu machen. Da hinten ist auch Welle. Schau mal das an. Eieiei. Hulks vivisected. Ja. Okay, fortschrittliche Railguns, 20% Fortschritt. Das ist halt mega viel. Ja, jetzt mal kurz. Nein. Nein. Ah, Schiffe transferieren. So, wir möchten jetzt ein paar Schiffe transferieren. Doch, machen Hörer weg. Drei Korvetten. Kreuzer. Komm, wir machen zwei Kreuzer. Und drei Kreuzer, okay. Also. Werden wir die zusammenführen, die kleinen? Haben wir die dritte Flotte, die wird hier gehen. Und wir haben die andere, die zweite Flotte. Und die zweite Flotte wird hier die Versehen eröffnen und dann geht's weiter. Okay, hört zu.
Der Kristallriss im Sol-System, ja, zu Hause. Also, wir gehen ja ein bisschen auf Risiko. Ich habe einfach das Gefühl, dass wir es uns leisten können, dass wir auch einen eventuellen Angriff zurückschlagen könnten. Ah. So. Mit der zusätzlichen Rechnerleistung konnten wir die Daten verarbeiten, die sie uns übermitteln. Es handelt sich dabei tatsächlich um Kommunikation, nicht um einen wie auch immer gearteten Angriff. Die Daten, die wir erhalten, erzählen mit Hilfe einer Abfolge sich bewegender Bilder eine Geschichte. Aus den Bildern konnten wir eine Projektion unserer Galaxie zusammenstückeln, sowie ein zweites Bild eines deutlich kleineren, doch ungewöhnlich dichten Systems. Zwischen den beiden erstreckte sich eine Reihe von Astralrissen. Uns wurde klar, dass wir es hierbei mit einer Wegbeschreibung von unserer Dimension an einen anderen Ort zu tun. Ein kleiner Lichtpunkt im Bild unserer Galaxie war überdeutlich betont. Eine spätere Analyse bestätigte, dass es sich hierbei um unsere Heimatwelt Erde in ihrem vollen Glanz handelte. Ein ähnlich markiertes Licht fanden wir auch im benachbarten Universum. Die zeigen uns, wohin wir gehen sollen. Wir empfangen mehr Daten, als unsere Computer verarbeiten können, bevor sie beschädigt werden oder verloren gehen. Wir sollten priorisieren, welche Art von Informationen wir speichern möchten. Ionendisruption oder angewandte Supraleitfähigkeit. Ich weiß jetzt nicht, was das bringt, die Supraleitfähigkeit. Fuck. Ionendisruptoren. Das sind wahrscheinlich die besten Items, die man im ganzen Spiel kriegen kann, und ich Depp mach's Falsche. Ja. Weiß nicht, was es bringt. Aber Disruptoren wird schon mächtig sein. Aber Disruptoren, nein, wir machen die Feldmanipulation. Enemy presence exposed. Ja. Ah, Armada der Leeren gibt es, ne? Sehr nice. Sagen wir doch mal Hallo. Enemy presence exposed. Oh. Spaceport under attack. Zero-G Research Platform disrupted. Ja, Rixitas Schrund. Und die Schiffswerft ist am Bauen. Ui, und es ging jetzt aber gefühlt richtig schnell. Oder? 107 Tage. Kommen die zu uns? Nee, die kommen nicht, die warten da, das ist jetzt eigentlich unsere Chance, Leute. Das wäre jetzt die Chance, den Gegner kommt, ja gut, aber dann müssen wir wieder umbauen, wenn der Sturm aufhört. Wie lange geht denn dieser Sturm noch? Können wir das hier sehen? Das ist krass, wenn wir hier kämpfen könnten, die zu Rixikas Schlund kommen würden, ja? Das wäre halt so mega. Wäre so mega, wenn die hierher kommen würden, wenn wir hier kämpfen könnten. Wow. Das Tartar-System war nicht sehr ergiebig. Kettling und John haben defensiver, guck mal, haben die sich angenähert ein bisschen. Ja, witzig. So, jetzt Moment. Jetzt haben wir doch ein Hyperrelais hier durchgebaut, ganz gut. Eigentlich.
Ah ja, läuft gar nicht mal so schlecht. Wir haben eine Senatspause. Ah, wir könnten jetzt. Ja, eigentlich können wir überhaupt nichts großartig machen. Die Regeln des Krieges. Schutzengel. Wo ist Schutzengel? Schutzengel. Ah, lehnen wir schon ab. Ja, okay. Die kollektive Abfallwirtschaft. Diplomatische Bedeutung von Wirtschaft plus 40%. Ressourcenproduktion, Arbeiter plus 5%. Bewohnbarkeit schlecht, aber Mineralien und eigentlich schon gut. Unterstützen wir. Ist halt die Bewohnbarkeit ein bisschen schlecht, aber gut. Ja, da enthalten wir uns bei den Sachen. Sicherheitsdienstleister. Ja, keine Ahnung, habe ich jetzt auf dem Schirm großartig. Wir graden jetzt hier tatsächlich ab. Attacking enemy assets. Technology secured. Ja, läuft nicht mal so schlecht. So, Produktion Forschungsstationen plus 10%. Auch gut. Etwas aus der begrenzten Perspektive einer eindimensionalen Realität zu studieren, vermittelt nicht das ganze Bild. Jeder Winkel muss berücksichtigt werden. Ja, das finde ich auch. Wow. Produktion Handwerker plus 10%. Auch richtig nice. Wie produzieren wir? Ja, 547 plus 10%. Ja, sind fast 600. Cool auf jeden Fall. Schwarzes Loch Observatorium. Ah, Leute, wir haben hier gute Sachen. Ui. Das ist die angewandte Supraleitfähigkeit. Mhm. Naja. Ah, Herrgott, zack, mach mal den Bergbaudrohnen-Laser, ist ja auch mal erledigt. Ende der Scythian Free Nation. Den hatten wir jetzt auch nicht so viel Kontakt. Wir würden halt gern bei uns kämpfen. Wenn wir bei uns kämpfen könnten. Aber die machen die nicht, die Hocken hier. Vielleicht trauen sie sich jetzt dann irgendwann zu kommen. Fühlen sich stark. Keine Ahnung. Also wir werden auf jeden Fall mit denen kämpfen. Ja, verbessertes Trägergeschwader, selbstverständlich. Wir werden auf jeden Fall mit denen kämpfen. Wenn die Flotte angekommen ist, gehen wir alle rüber. Savage Hordes touching down. Mhm. Alles gut. So, Wohlstand, was machen wir? Die administrativen Operationen, da wird der Unterhalt dann gesenkt. Wir zahlen für Gebäude. Wow. Dann sind das minus 10% in Distrikte. Also für Distrikte zahlen wir 300, sind 30. Für Gebäude zahlen wir 550, sind 55. Hui.
Ja, wir senken den Unterhalt um. Das müsste jetzt tatsächlich gleich einen Einfluss haben. Habt ihr nicht Lust, zu uns zu kommen? Kommen immer noch nicht zu uns. Block erklärt. Also Leute, es geht los. Ah. Attacking enemy vessels. Ah, alles klar, jetzt sind wir hier bei der Bergbaugeschichte. Ja, die darf man gar nicht so unterschätzen. Die Jungs, aber die machen wenig Schaden, wir machen viel schon. Ja, gut. Gut, Thema. Beendet, wo ist der andere? Machen wir auch weg natürlich. Ja, alles gut. Hulks vivisected. Alles gut. Also. Spezialprojekt untersuchen. Und dann wird erkundet. Passt schon. Okay. Der Beamte Praktimagun, der die Erde regiert. Gut, was kann er? Die galaktische Gemeinschaft. Da können wir unsere galaktische, unsere diplomatische Bedeutung erhöhen. Ganz cool, aber brauchen wir nicht unbedingt. Weiß nicht. Planetengouverneur ist natürlich gut. Ressourcenproduktion von Spezialisten erhöht. Von Dienstleistungen. Ace. Vertrauenszuwachs erhöht. Unterhalt Bewohner. Oh. Minus 5%. Auch nicht so blöd, oder? Na gut. Die kosten uns einen Unterhalt von 39. Die Bewohner, das macht keinen Sinn. Ja, dann mach industrieller. Komm. So. Aufstieg. Mehr Bilder. Uns wurde eine äußerst detaillierte Chronik dieser fremden Heimatwelt gezeigt. Diese Wesen entstanden vor Jahrtausenden durch eine zufällige Kombination von Gasen und Energie in der Nähe eines gewaltigen Astralrisses. Sie fließen aus ihrem Planeten und wieder hinein, als wären sie Teil seiner Atmosphäre. Am Ende jedes Lebenszyklus vereint sich ihre Essenz wieder mit der des Planeten und sie werden neu geboren. Städte am Himmel stiegen auf, fielen und stiegen erneut auf. Zivilisationen entstanden auf alten Zivilisationen, und ihr Wissen blieb physisch aufbewahrt in diesen uralten Partikeln. Man kann davon ausgehen, dass die dabei verstrichene Zeit um Potenzen höher ist als die der Geschichte unseres bekannten Universums. Am Ende stehen wir vor einer Zivilisation erwachter höherer Wesen. Schon ihre Physiologie ist fortgeschrittener als jede Technologie, die wir uns vorstellen können. Wir haben diese neue Spezies als die Gestaltlosen in unsere Datenbank eingetragen. Gedeihen. Erneut empfangen wir mehr Daten, als unser Computer verarbeiten können, bevor sie beschädigt werden oder verloren gehen. Wir sollten priorisieren, welche Informationen wir speichern möchten. Physik oder Sozial? Ja, wir machen Physik. Okay, wow. Au. Ionendisruptoren 10% Fortschritt, stopp. Fortschrittliche Railguns 10%, erweiterte Gefechtsalgorithmen 10%. Das war ja mega gut, Rixikas Schlund. Uiuiui. Das Quantenkatapult möchten wir noch bauen. Ja, das will ich doch. Ja, Mann, Leute. Auch eine Quantenkatapult. Machen das Quantenkatapult. Würde ich mal vorschlagen. Muss denn bauen? Ich würde es gerne in der Nähe von Sol machen.
Neutronenstern hat er. Leuchtet hier irgendwas? Haben wir hier irgendwo einen Neutron? Ja, was machst du? Unten haben wir die 17. Flotte. Was, wenn wir die mal hochschicken? So machen wir das. Okay. Ja, Leute, wollen wir denn einen Neutronen schicken? Gerade über den Lichtbogen im Mitte hier. Ah, Äquatorialband. Deckt ein Vorkommen mit Plus 1 auf jedem Planeten, Asteroiden und Mond in dem System auf. Ja, ganz cool. Ja, wir graden es halt ab, das ist schon in Ordnung. Können wir es mal angucken? Hier unten. Okay, äquatoriales Licht. Und ja. Oh, ne, trotzdem jetzt. Wo machen wir das Quantenkatapult hin? E-Stern. Weiß ich halt nicht, was da. Die Stern wäre. Naja, na gut, okay. Oh. Gegangen. Gab's gar keinen Kampf. Wir splitten uns da mal auf. In vivo. Xenoforscher auf Lysdura Prime haben der lokalen Gesetzgebung einen offenen Brief geschickt, in dem sie eine Auflockerung der Gesetze zur Reglementierung von Experimenten an beinahe vernunftbegabten Spezies forschen. Xenoforscher? Okay. Sie führen plausible Gründe dafür an, dass die gesamte wissenschaftliche Gemeinde auf Lysdura Prime darunter leiden würde, wenn die Gesetze nicht überarbeitet werden. Die dahinterstehende Moral bleibt fragwürdig. Die Einheimischen werden sich aber gar nicht freuen. Lysdura Prime unproduktiv. Nee, sorry, tut mir leid. Machen wir nicht. Technology secured. Wir haben den Bergbautronenlaser erforscht. Sehr nice. Der Weltraumsturm hat sich aufgehört. Oh, aufgelöst. Weltraumsturm Igiga löst sich auf. Okay, Leute. Alles ist wieder ab beim Alten. Gewählt Hive. Ah, unsere Meinung gegen den Tykan gegenüber ist eh schon schlecht. Was soll die noch schlechter werden? Auch nicht schlechter werden. Das passt schon. Vessels upgraded. Stopp, stopp. Die experimentelle Supraumnavigation, ja. Die Überlichtinhibitoren, Weiß ich alles nicht so ganz genau. Wir machen die fortschrittlichen Schritte. Wir haben zu viel Geld. Darf nicht sein. Wir müssen ein bisschen Regierungen kaufen. So. Sehr anständig.
Frag mich, wohin. Wohin deren Flotte ist. Planetary invasion commenced. Ja, die machen wir locker. Attacking weg. Enemy assets. Der Flotte vollständig verbessert, passt. Pestregen haben uns die Grenzen geöffnet, okay. Jonab und Kettling, also die mögen sich. Die sind hier oben. Das ist George Jonab. Und da ist Kettling. Ja, also das sind Buddies. Buddies for life. Ground Invasion Force has seized the planet. Construction complete. Ja, und wir machen noch ein paar Ansprüche. Wenn wir jetzt schon hier sind. Die entfernen. Ich möchte nicht entfernen, ich möchte. Achso, da haben wir schon einen Anspruch. Die Dinger hier. Na dann. Mal schön da hoch. Den auch mal einen Planeten wegnehmen. Attacking enemy assets. So, Takeru Fujita, die arme Sau. Also der war ein vielversprechender Pilot gewesen oder Kommandant, ja, hat sich bewährt. Dann wurde er zum Admiral und hat eine Flotte bekommen und er ist genau in den Wailed Hive gerauscht mit der kleinen Flotte, hat die Schlacht verloren, komplett. Und ist quasi seinem ersten Einsatz, ja, Problem gehabt. Er macht einen auf Ingenieur, das ist gut. Invasion ist vorbei. Passt. Wir kommen. Ah, und da kommt eine kleine Flotte von ihm. Ja, schlechte Idee, mein Sohn. Und haben wir... Ah! Ganz nice dezimiert, aber zwei Korvetten verloren. Ja, der Witz ist, wir kämpfen ja eigentlich nicht gegen Wildheit, wir kämpfen ja gegen... Dann. Da ist die Eastern Defender Flotte. Freunde. Wir verbessern und upgraden ihn jetzt. Dann kommt Construction complete. Construction complete. Flotte da oben angekommen ist. Weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau, was wir da machen wollen. Ich will sie halt, müssen sie ja nicht komplett upgraden, oder? Andererseits könnten wir sie auch einfach komplett upgraden kommen. Wir verstärken alle. Oh, seltene Kristalle haben wir jetzt aber ordentlich, was? Da ging es ja darum, dass wir die eben nicht mehr kaufen müssen. Ah, ne. Reparieren können wir auch nicht, dann gehen wir da hoch. Alles gut hier. Passt eigentlich auch soweit für uns. Alles in Ordnung.
Vessels upgraded. Oh, Leute, alles ganz gut. Soweit, wenn wir jetzt Status Quo machen. Ein neues Zürnreich wird als verbündeter Untertan von uns aus 4 besetzten Tykan-Systemen gemacht. Die Brosnak reißen die Klappe auf. Hier sind halt unsere Schiffe, schöne Schiffe. Ja. Alles gut. Attacking enemy vessels. Aha, Wissenschaftler Vincenzo, der erkundet gerade. Aufgestiegen. Sei halt Erkunder. Komm, ist halt. Oh, no. Unser letzter Erkunder. Wir haben halt echt keinen Schaden, gell? Also, seht ihr, man kann es ja beim Kampf auch schon sehen, dass die keinen machen. Und wir machen halt Schaden. Astralaktion verfügbar. Das ist gut soweit. Ja, passt. Machen wir den Physikeinblick wieder. So. Der Kristallriss zersplittern. Ihre gasförmige Heimatwelt wurde uns in zunehmender Detailfülle offenbart. Dieses Mal sehen wir ihre einzelnen Bewohner. Wesen aus Licht, Gas und Astralmaterial aus dem nahen Riss leben in etwas, was man durchaus als Utopie beschreiben kann. Irgendwann erbauten sie eine gewaltige Struktur, ein unglaubliches Stück Ingenieurskunst, das sich von ihrem Planeten bis zum Riss reicht, also ausdehnte wahrscheinlich, und ihnen die einfache Reise zwischen dieser Dimension und zahlreichen anderen ermöglicht. Da sie schon so ewig an einen solchen Astralleiter zwischen den Ebenen besitzen, ist auch schlecht, oder? Konnten sie viele Risse an ihre speziellen Bedürfnisse anpassen. Ihre Gesellschaft erstreckte sich zwischen zahlreichen Dimensionen, die sie kolonialisierte, ganze Universen, wie wir es mit neuen Planeten tun. Okay, und sie kolonisierte ganze Universen, so wie wir es mit neuen Planeten tun. Allerdings war ihre größte Errungenschaft gleichzeitig ihre größte Katastrophe. Ihr Reich breitete sich weiter aus, als der Astralleiter es noch unterstützen konnte. Heller und heller wuchs die Megastruktur an, bis der schiere Anblick mit bloßem Auge unerträglich war und schließlich zerbarst sie in einer Explosion, die mehrere Universen umfasste und ihre Zivilisation zersplitterte. Zersplittertes Volk, Krieg, helft uns! Unsere Rissphäre wurde gewaltsam aus dem Riss geschleudert und im Sol-System öffnet sich gerade ein Dimensionsportal. Oh, fuck. Wir haben einen Durchgang geöffnet. Versiegelt das. Schnell! Wir können es nicht versiegeln. Wir haben nicht die Wurmlochstabilisierung. Oh, fuck. Merkwürdiges Wurmloch. In der Nähe des Kristallrisses im Solsystem ist ein anormales Wurmloch aufgetaucht. Wir vermuten, dass die Formlosen dieses Sterntor geöffnet haben, damit wir sie unterstützen können. Wir haben jedoch auch festgestellt, dass das System auf der anderen Seite aus einer anderen Dimension in unsere gezogen wird. Wir sollten unsere stärksten Flotten bereit machen, wenn wir das System betreten wollen, ja. Wenn wir das betreten wollen.
Aber wir wollen das doch nicht betreten, oder? Ich passe eh auf mit diesen Wurmlöchern. Das ist mir unangenehm. Wurmloch ist immer ein bisschen heikle Geschichte. Ja. Wurmloch? Boah, 11 Einfluss pro Runde. Heftig, oder? Läuft schon bei uns. Wo ist unsere zweite Flotte? Ah, hier sind zwei Flotten. Ah, läuft. Ist halt heftig. Auf Sigma. Da wir automatisieren halt mal ein bisschen. So, hier können wir was bauen. Aha. Na, ist halt schwierig, wenn wir da. Ne, wir rufen die herab. Und was machen wir hier? Wo soll die sein, die Sayubi-Station? Hier unten. Achso, ich beim Wurmloch, ja. Ja. Leute, Wurmloch. Weiß nicht. Wurmloch ist halt echt so ein gefährliches Ding. Muss man so aufpassen. Valet Hive hat Destik zum Qualen erklärt. Valet Hive, ihr seid eigentlich im Emmer. Und warum macht ihr die Flotten die Grenzen zu? Attacking enemy assets. Oh Mann, Leute, echt. Aber wir sind wieder dran, wir greifen an. Astarte. Was ist los? Was ist mit Needs? So machen wir das. Destik haben die Grenzen geöffnet. Ja, ja. Da, jetzt kommen sie wieder. Weil sie Angst haben. Ixipas Schlund. Hallo, nein. Ah, okay, Rixit Kaschlund geht dorthin. Der Juvis geht dorthin. So, jetzt sind aber alle verteilt, oder? Ja. Müsste es eigentlich passen. Aha, da gibt's Planeten. Da gibt's. Ja, da Vessels upgraded. Ach doch, da gibt's Planeten, sehr gut. Werden wir jetzt auch eine Autobahn hochziehen? Attacking enemy assets.
Hier kommt es plötzlich zu dem heftigen Kampf. Attacking enemy vessels. Vessels destroyed. Ja, 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 und dann fliehen die und das ärgert mich so sehr. Das ärgert mich. Hier 7, die kriegen wir auf. Ja, wir kriegen euch halt richtig böse Leute. Was soll ich dazu sagen? Attacking enemy assets. Spaceborne lifeform encountered. Obeven, die gab's auf die Obeven, die gab's doch früher, oder? Der Chun State und Selvan sind beigetreten, okay. Wir haben tatsächlich Schiff verloren, war alles gut. Alles im grünen Bereich. Attacking enemy assets. Oh, Bevan, die haben die Grenzen geöffnet, alles, alles noch. Technology secured. Vielversprechend Offizier Klaus Schmidt, Kapitän Klaus Schmidt. Kapitän Klaus Schmidt. Eiserne Faust. Als Planetengouverneur, okay. Er ist billiger als Eiferer. Besonnenheit, gut. Schottenlogistiker, gute Mann. War nicht schlecht. Klaus Schmidt, okay. Dem müssen wir ja eigentlich mal ein Kommando geben, oder? So, wir haben es verbesserte Trägergeschwader erforscht. So wichtig. So wichtig, Leute. Umstärke Korvetten und Fregatten erhöht. Halt auch gut, gell? Ja. Aber komm, wir gehen auf die Roboter mal. Bin mir gar nicht ganz sicher, ob die hier überhaupt irgendwas machen. Das ist doch automatisiert. Ist immer nicht so genau. Was hier abgeht. Einigkeit, Verwaltungsbüros. Bauwelt, ja. Schwierig alles ein bisschen. Nun ja. Ah ne, können wir gerade nicht upgraden, ist gerade schlecht. Wow, Amöbenschwarm ist vielleicht ein bisschen heftig für uns. Ja, das sind vielleicht viele Amöben. Wir können nach Biram. Dann gehen wir auch nach Biram.
Haben wir hier den Planeten uns geholt? Er scheint so, gell? Kebol, da können wir auch gut hingehen nach Kebol. Okay. So, der Beamte regiert Los Avata bleiben. Prime, Blüten der Farbe braun. Attacking enemy vessels. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja. Receiving communications. Das ist in irgendeiner Form unsere. Aber da unten hat's Wurm. Council Agenda ready. Frieden, die Tykern haben Frieden gemacht oder möchten Frieden machen. Jetzt kommt schon, lassen Sie diesen Krieg beenden, bevor es in Fugen gerät. Mhm. Also hört zu, die Erdstaaten. Ein neues Zürnreich wird als Verbündeter oder Untertan der Koalition gemacht. Ja, komm, wir stimmen zu. Stimmen zu. Gehen wir mal rein ins Situationsprotokoll, wie es aussieht. Ja, ja, alles gut. Aber Malkir ist halt richtig heftig, ja? Malkir sind schon ordentlich dabei. Wir müssen über die Malkir eigentlich jetzt Dinge erfahren. Blau machen. Gehen mal ganz runter. Wen haben wir da jetzt? Obevni, Ferelt, Mandat von Sarah Pflüger. Eschk. In der Nurpak alles. Ja, die sind wirklich zu vernachlässigen. Ja, auch alles uninteressant. Die Tykern sind immer noch so stark. Ja. Sind immer noch so stark. Wir gucken mal kurz rein jetzt. In die Kontakte. Vereinbarung. So, und da haben wir jetzt hier die Zirn. Wir können keine Bedingungen aushandeln. Das sind 60 Monaten. Ja. Protektorat. Wir wollten eigentlich kein Protektorat. Ja, dann kriegt ihr auch noch einen Bonus auf alles. Dafür, dass er uns nicht mag. Typischer Talk. Expansionistisch, Leute, das wart ihr mal. Ihr wart mal expansionistisch. Ja. Wir warten jetzt einfach mal. Wir lassen das so, wie es ist, okay? Status quo. Geschichte hier geendet. Das heißt, wir sind auch. Eigentlich Instruction ja complete. Nicht mehr im Krieg, genau. Aber hier drüben sind wir im Krieg. Nach wie vor. Ja. Wie lange fliegen wir? 1000 Tage? Ja, heiße Geschichte. Defensivabkommen beendet. Aha. Die Tykern brach ihr Defensivabkommen mit Veletaif. Ja. Veletaif hat es versucht. Ich weiß gar nicht, was die Tykern haben, weil Veletaif war da, als es drum ging. Also von daher weiß ich jetzt nicht so genau. Wo das Problem liegt, wir kommen auch hier rüber. Jetzt hier was machen? Auch nichts. Der Kampf, Transportschiff, haben wir halt noch mal schnell vernichtet von Veletaif komplett. Sauber. 17. Flotte vollständig verbessert. Hm, das war da unten. Und dann müssen wir aber wieder ein bisschen runtergehen. Mit den Kosten. Ah, wir können jetzt 100.000 inzwischen haben. Ah. Council Agenda ready. Anfrage auf Unterwerfung. Kettling Pakt. Jonab hat Kettling Sternpakt unterworfen.
Interessant. Und unsere Agenda ist bereit, jawohl. Mit den Raumschiffen, dass wir die schneller bauen. Alles gut. Oh. Oh. Wir gehen jetzt Machtentfaltung. Einfluss durch Machtprojektion. Halt auch nicht verkehrt, oder? Ich hätte jetzt nochmal die synthetische Evolution gemacht. Ja, und wir haben wieder eine Sternbasis zu. Wir haben eine zu. Die wir dann gar nicht brauchen unbedingt. Wie wäre es mit Nesmet? Nesmet ist ja jetzt nicht so wichtig, oder? Oh je. Ist da irgendjemand handelsmäßig nicht angeschlossen? Ich glaube schon. Oh Mann, Leute. Patrouillieren Ort. Ja, und er würde halt mal hier patrouillieren ein bisschen. Dann braucht er auch nur 659 Tage, ist ja gar nichts. Ja, und jetzt. Belletive garantiert die Unabhängigkeit von den Tykern. Ach was. Ja, der hat halt mal Lebensmittel gekauft, aber so richtig nötig wäre es jetzt nicht gewesen. Aber uns, wir stehen gerade gut da. Den gut da. Ich könnte sogar lebendes Metall kaufen. Kaufen wir mal 2 Monate. Ja, mal diese Ressourcen auch ein bisschen aufstocken jetzt. Oh nein, es geht schon wieder über eine Stunde. Also, dann lesen wir das vor und dann ist die Folge rum. Ah, Krieg. Geht die Zeit immer schneller rum. Mehrere bildhafter Abstieg. Mehrere nonverbale Kommunikationssysteme haben sich unabhängig voneinander auf Jormondir 1 entwickelt. Durch ihre widersprüchlichen Bilder und Hieroglyphen sind die Bewohner noch Jahrhunderte davon entfernt, eine dominante Weltsprache zu bilden. Interessanterweise hat eines der Schriftsysteme jedoch eine ähnliche grammatikalische Struktur wie unser eigenes. Wenn die Gesellschaft von Jormondir 1 dieses System übernehmen würde, könnten wir ihre Kultur in Zukunft leichter formen. Sprache gehört ihnen allein. Nee, wir werden so sein. Läuft. Oh. Was ist das hier? Eintreffender Genoki-Überfall. Eine Überfallflotte, die einer bisher unbekannten Spezies angehört, wurde entdeckt. Als sie sich unseren Grenzen näherte. What? Diese Wilden, die sich selbst Genokianer nennen, wurden offensichtlich von einer rivalisierenden ausländischen Macht bezahlt, um unsere Systeme anzugreifen. Sie senden uns eine Nachricht auf einem offenen Kanal. Aha. Genok Raiders, Feiglinge, die sich in der Dunkelheit herumtreiben, haben uns gebeten, also euch anzugreifen, da sie zu viel Angst haben, es selbst zu tun. Okay. Gibt es irgendwelche Koalitionen der Erde, Staaten, Krieger, die ehrenvoll genug sind, uns im offenen Kampf gegenüberzustehen, oder können wir eure Systeme ungehindert plündern? Zeigt uns euren Wert. Nee. Seht ihr nicht, wo sollen die sein? Ja, die werden schon gleich kommen. Oh yeah.
Ereignis. Aisha, berühmtes Vorbild. Ui. Sieht ja richtig geil aus. Oder er? Keine Ahnung. Scans zeigen, dass der Mantel der Frau... Ja, okay, alles klar, so viel dazu. Scans zeigen, dass der Mantel der Frau ein wahrhaft schockierendes Arsenal an Waffen verbirgt. Wir konnten zwar keine offiziellen Aufzeichnungen über ihre Existenz finden, doch die Gesichtserkennungsalgorithmen bringen sie mit mindestens 3 hochkarätigen Attentaten in Verbindung. Erlaubt mir, auf Formalitäten zu verzichten. Ihr seid kein Narr und wisst selbst, dass das Universum voller Gefahren ist. Die meisten davon sind unsichtbar. Für den richtigen Preis kann ich sie für euch aufdecken. Schattenmakler. Reichsweiteffekt als... Oh. Oh. Als Ratsmitglied. Infiltrationsgeschwindigkeit plus 150%. Verfügbare Gesandte plus 2. Leute, alles klar. Die wird's... Die kommt. Ion. Als Ratsmitglied. Infiltrationsgeschwindigkeit. Jawohl. Aber Zufriedenheit minus 5%. Ja, gut. Ist das heftig? Na klar. Weil wir müssen ja. Wir müssen ja. Hier. Über das Empire von Malkia müssen wir uns informieren. Das ist ja die wichtigste. Und John Hub. Können wir auch gucken. Wir können eigentlich John Hub lieber gucken. Ja. Mal gucken. Auf jeden Fall werden wir vielleicht sogar bei beiden Spionage-Netzwerke aufbauen. Heftig. Okay. Wer ich bin, ist nicht wichtig. Fragt lieber, was ich für euch tun kann. Ich bin ein nützliches Werkzeug. Gebt mir etwas Zeit und niemand wird es mir wagen, sich gegen euch aufzulehnen. Schließlich kann es keinen Verrat geben, wenn die Verräter bereits tot sind. Warum wollt ihr uns helfen? Als Selbstständige zu arbeiten hat gewisse Vorteile, doch Stabilität gehört nicht dazu. Nach einer Weile wird man es leid, alle Seiten gleichzeitig gegeneinander auszuspielen. Um ehrlich zu sein, habe ich angefangen, zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Der Schatten eures Throns ist für mich ein guter Platz, um im Verborgenen zu bleiben. Außerdem kann ich mich so an einem anderen, subtileren Spiel... Wie können wir euch vertrauen? Das könnt und solltet ihr nicht. Ich verkaufe an den Meistbietenden. Stellt einfach sicher, dass ihr das seid. Und es gibt keinen Grund zur Sorge. Selbst wenn jemand sagt, man sollte ihm vertrauen, würde ich denken, dass diese Person verdächtig ist. Vielleicht sogar verräterisch. Ich würde sofort ein Team losschicken, um ihr Haus zu verwanzen. Um sie, das machen wir heutzutage alles selber schon, sie zu beschatten und jeden, den sie trifft, im Auge zu behalten. Ein Spion seid ihr schwer bewaffnet. In meinem Beruf sind Überraschungen oft fatal. Ich bin gern vorbereitet. Ja. Natürlich. Und er hat noch eine weitere Anführereigenschaft. Oh, sie ist der Spion. Ist so, sie ist der Spion. Guck mal, dann kriegt sie noch das Auge fürs Talent. Oh. Jetzt Achtung, zwielichtige Kontakte, Code knacken plus 1. Ja, gut. Oder gehässig. Raten an Rivalen plus 2%. Ja, ne, zwielichtige Kontakte. Oh, brutal, oder? Unter Gouverneur Klandrax. Aber der regiert. Dann wird belastbar. Naja, okay. Kaisha, berühmter Beamter. Die muss ja in den Rat jetzt. Staatsminister wahrscheinlich dann sein, oder? Ja, also Kaisha könnte das machen. Da könnte sie es nicht machen, da könnte sie es nicht machen. Hier könnte sie es nicht. Also kann sie es nur hier machen. Dann ist sie jetzt dort, okay. Ja, ich wollte die Folge ja schon lange aufhören, ihr wisst ja. John Hub hat Veldhive den Krieg erklärt. Oh, oh. John Hub nutzt die Schwäche von Veldhive aus. Ah. Ein bisschen heftig. Ja. Jetzt. Ist mir irgendwie. Irgendwas komisch, Leute, auf jeden Fall. Machen wir hier eine Schiffswerft draus, okay? Schiffswerft raus und er bleibt hier und der reist runter. Es müssen nicht alle runterreisen, tatsächlich. Oh. Angekommen.
Ja, die sind wach hier. Achso, wo sind jetzt die Bösen? Irgendjemand greift uns an, haben sie gesagt? Wo greift uns jemand an? Ich sehe halt nicht, dass uns jemand angreift bis jetzt. Kann mich auch irren. Schluss wurde verabschiedet. Ressourcenproduktion ist erhöht. Alles passt. Machen jetzt hier noch die letzte Schlacht. Okay. Attacking enemy vessels. Star system charted. Hulks vivisected. Oh ja, wir machen böse. Böse Schaden. Aber die fliehen auch alle. Jetzt haben wir aber auch ein paar vernichtet. War jetzt nicht nur. Ui. Das ist aber stimmt auch nicht. Haben die Flagge eigentlich gezeigt. Utriak-System. Auch gut. 10% Railgun, Ionendisruptoren, alles gut. Plasma-System erkundet, alles passt. Fortschrittlichen Schilde haben wir jetzt. Läuft doch. Läuft doch echt gut. Dimensionaler Schrein. Wir machen die Hyperraumse. Ja, und das war's jetzt für die Folge, Leute. Bei mir wird es immer länger, weil, keine Ahnung, ich kann da nicht mehr aufhören. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.